zurück nach Gurt. Zwei Planeten. Sehr reich. Naja, gut. Muss ich wohl. Ich brauche Mineralien. Aber wir sind jetzt inzwischen nah an der Grenze dran, Gott sei Dank. Gucken wir uns mal die Techniken an, die wir hier kriegen gerade. Das ist das, was da alles... Naja gut, unser... Überlichttriebwerk wird verbessert. Und Minenwerfer. Jetzt also quasi Minen, die von unseren Jägern abgeworfen werden. Und die quasi wie Fusionskanonen, also wie Plasmawerfer funktionieren. Und wenn die Minen die Feinde treffen, dann sind die Schutzschilde um 50% schwächer. Weil halt haufenweise kleine Minen unterwegs sind und man denen halt schlecht ausweichen kann und so bla bla bla. Ist halt quasi das gleiche. Minenwerfer. Können die unsere Jäger damit ausrichten. Und auch wenn der Schaden geringer ist als wie bei Fusionsbomben, dadurch, dass die feindlichen Schutzschirmefelder nicht so gut funktionieren, kann das mal gut sein. Ich benutze die meistens nicht, weil ich immer auf Maximum Schaden achten will. Aber es ist gut, wenn man etwas anderes als die Standardtaktik anwenden will. Da kann man auch das wäre zum Beispiel etwas, wenn ich mal auf einen Feind treffe, der mir technologisch überlegen ist. Dann könnte ich Träger hier mitbauen, deren Jäger dann Minenwerfer einsetzen, um die feindlichen Schutzschilde ein bisschen auszuhebeln. Aber das brauchen wir zurzeit nicht. Und das macht unsere Partikelprojektorgeschütze größer, Platz. Aber dafür können wir leichter durch Panzerung durchbrechen. Und Dauerfeuer erhöht die Zielgenauigkeit. Weil im Prinzip statt ein paar kurze Strahlen einfach draufgehalten wird, solange das Geschütz schießen kann. Schienengeschütze. Das ist eine Weiterentwicklung des Massetreibers. Mit schockartiger magnetischer Induktion können wir jetzt noch weiter ballern und noch schneller. Und noch mehr Schaden anrichten. Ihr habt die Dinger haben eine große Reichweite und können eine Menge Schaden anrichten. Grundpräzision ist eigentlich aber 50%. Und ich zeige euch gleich, warum das schlecht ist. Punktverteidigung und Raketenpanzerung haben wir gleich. Bevor wir unsere Raketen panzern können, sind die eigentlich doppelt nutzlos. Oh ja, schon eine Stunde vergangen in unserer Aufnahmesession. Verdammt, sind ja schon zwei, drei Videos wieder. Standard-Schildgenerator, ja, das ist gut, das brauchen wir. Gut, das haben wir in drei Runden. Ach, endlich ist dann unser Engpass vorbei. Und Sonnenlichtumlenkung. Eine Reihe von Spiegeln und nutzt die Filtereigenschaften der Atmosphäre, um Sonnenlicht nach Wunsch stärker zu bündeln oder zu streuen. Damit können wir die Temperatur und Wolkenbildung, Meeresströmungen und so weiter regulieren. Und damit können wir das Terraformen erleichtern. Das ist langfristig gut. Ah ja, genau. Und jetzt wollte ich euch zeigen, warum 50% Grundpräzision für eine Waffe verdammt mistig ist. Nämlich anhand unseres Partikelprojektorgeschützes, was ja derzeit unsere Hauptwaffe ist. Weil wir diesmal keine Fusionskanonen gekriegt haben. Seht ihr, Grundpräzision 70%. Das ist für die meisten Energiewaffen der Fall. UV-Laserstrahler 70%. Laserkanone 70%. Jetzt gehen wir mal hier hin und schauen uns die Waffen an. Wo warst du nochmal? Ja, hier, Rakete 65%. Normal 45%, das ist schon mal schlecht. Das werden wir nie einsetzen, außer wir wollen Selbstmord begehen. Okay. Schienen geschützt. Normalerweise, ach ja, Masse, Dinger, wo bist du? Nuklearsprengkopf, Projektilgeschütze. Massetreiber, das war's, genau. Ja, das ist immer der Nachteil. Während Energiewaffen mit auf der Entfernung weniger Schaden anrichten und besser im Nahkampf sind, haben Massetreiberwaffen das Problem, dass zwar der Schaden auf jeder Entfernung konstant ist, aber die Grundpräzision ist niedriger. Das heißt, bevor wir für unsere tollen Schienengeschütze hier unsere Railguns Erweiterung kriegen, die die Präzision verbessern, lohnt es sich überhaupt nicht, die zu benutzen. Das einzig Gute ist, sobald eine KI die Dinger erforscht, benutzt sie die auch und damit schießt sie sich quasi selbst ins Bein. So,
Das Problem ist natürlich jetzt, ich sehe gerade unsere Paitianer, die Feinde. Die haben anscheinend dieses Ding gar nicht in ihrem Technologie-Ding. Das heißt, sie werden andere Waffen benutzen. Das wird wahrscheinlich eher schlecht ausgehen für uns. Ja, das heißt auch, sie sind noch ein paar Level entfernt von der nächstbesseren Waffe. Was machen die Beanser? Die hängen uns hier auch noch hinterher, aber die haben das Schienengeschütz. Das ist gut, weil wenn die irgendwann beim Schienengeschütz ankommen, sind wir schon beim UV-Laserstrahler, der wieder ein bisschen besser ist. Und das bedeutet dann, dass die sich dann mit dem Schienengeschütz selbst ins Bein schießen. Denn wenn sie jedes zweite Mal daneben schießen, ist vollkommen egal, wie gut ihre Waffen sind, dann machen wir sie trotzdem fertig. Ah ja, hier sind so viele Planeten zu kolonisieren. Mach mal hin hier. Naja, wegen den Kämpfen habe ich völlig das Zeitgefühl durcheinander gebracht. Da sind ja gerade erst 2-3 Runden vergangen. Jetzt haben wir das System hier gesichert. Und jetzt muss die Flotte auch hier bleiben, um weitere Angriffe abzuwehren. Und jetzt müssen wir sicher gehen, dass hier unsere Freunde von dort aus uns nicht ärgern. Darum habe ich meine zweite Flotte ja schon unterwegs geschickt. Und die schicken wir jetzt bis hier. Ja, bis hierhin. Dann weiter nach Tinnan und dann nach Miloni. Immer schön sprunghaft, damit wir nicht versehentlich von Feinden an Feinden in der Gegenrichtung vorbeifliegen. Und sobald wir genügend Träger haben, also sobald unser dritter Träger fertig ist, meine ich damit, schicken wir den als Verstärkung nach Yet, damit wir hier dann allmählich zum Gegenangriff übergehen können. Und dann werde ich meine Transporte auch mal einsetzen, offensiv. Aber genug davon. Erster Konflikt hat stattgefunden, Angriff abgewehrt und eine Menge feindliche Schiffe zerstört. Haben wir gut gemacht. Und jetzt müssen wir nochmal gegen die abgeschnittene Feindarmee antreten, deren Einheitenzahl nur leicht gesunken ist. Mal sehen, wir könnten eigentlich auch auf Zeit spielen. Ich meine, wir haben jetzt schon so viele massive Angriffe gestartet. Und dabei sind wir hier die Monarchisten und nicht die intergalaktische Sowjetunion. Naja, gut. Rücken wir mal auf der Breite vor. Aber mit geringer Kampfintensität und mit mittleren Kollateralschäden. Oh, diesmal haben wir was Gutes ausgewählt. Obwohl wir recht milde Einstellungen genommen haben. Genau, feuerfrei. Gut, ich habe nur milde Einstellungen genommen, aber diesmal nehmen unsere Feinde schwere Verluste. Weil jetzt ist ihre Flotte weg und unsere ist da. Jetzt ist die feindliche Armee abgeschlossen und wird sehr langsam zermalmt. Gucken wir uns das Endergebnis mal gleich an. Ja, ja. Jetzt gucken wir es noch schön an. In späteren Kämpfen werde ich dagegen ständig auf Fertig klicken, weil ansonsten werdet ihr wahrscheinlich wahnsinnig. Oder ich werde das ausschneiden, wenn ich es mir selbst angucken will. Aber jetzt könnt ihr nochmal genau zusehen, wie die feindliche Armee auf ihren Brückenkopf zurückgeworfen wird und wie ihre letzten Stellungen überrennen. Unsere Streitkräfte konnten die Invasoren vollständig zurückschlagen. Das wird ihnen eine Lehre sein. Genau, und da unten zählt schon alles auf Null runter. Die letzten Feinde kämpfen schon gar nicht mehr. Ah ja, vernichtet, ausgelöscht, zerstört und die Überlebenden gefangen genommen. Weil wir sind die Guten. Wir haben die Überlebenden gefangen genommen und nicht alle erschossen. Ah ja, seine verbliebenen Resttruppen zur Flucht gezwungen. Nun ja, da der Feind keine Schiffe mehr hatte, können wir mal im Kopf ersetzen mit zur Flucht gezwungen, zur Aufgabe gezwungen. Entweder das oder sie in den Weltraum geschwungen. Naja, das ist eben der Nachteil, wenn man automatische Nachrichten hat. Die können dann auch mal daneben schlagen. So, wir haben ein paar neue Industrieerholungs- und so weiter Sachen gekriegt. Paians System hat endlich einen Regierungssitz für das System aufgebaut. Ein paar neue Bergbaueinheiten. Da, ja, ja. Ja, ja, die Bevölkerung ist immer noch aufgeregt von dem Krieg, der hier sich abgelegen hat. Aber, na gut, die erste Armee besteht noch aus 3 Einheiten, kann weg. Die zweite lassen wir mal zur Vorsicht hier, falls ich mal wieder nicht aufpasse. Das Reservekorps kann allerdings auch aufgelöst werden. Schicken wir die Einheiten zurück. Eine Armee aus Infanteristen reicht aus. Jetzt lassen wir hier erstmal alles in Ruhe, die Schäden wieder aufbauen. Dann wird es den Leuten auch wieder besser gehen. Da sind jetzt auch Schiffe. Da müssen wir nicht noch zusätzlich mit Piratenangriffen rechnen.
Die Dalok, die ja hauptsächlich leben auf dem Planeten, die werden sich schon wieder dran gewöhnen, dass jetzt Frieden ist. Ja, genau, Dalok. Darum regen die sich ja auf. Während Smeckler, unsere Pessimisten hätten den Angriff eh erwartet. Und unsere Reserven. Ist alles in Ordnung. Und unsere Flotte hier. 7 Runden noch entfernt. Aber ihr schafft das. Ihr kommt dann noch an und schließt die Front hier gegen die anderen Leute. Und wir gucken mal, wie es mit denen hier ausgeht. Hey Leute, wie geht's euch? Wie wäre es, wenn wir unseren Ökonomievertrag verbessern hier? Nur so, damit wir wenigstens miteinander reden. Weil unsere Beziehungen sind gerade abgesoffen. Wahrscheinlich durch die ständigen Kampfabhandlungen. Mit unseren Freunden hier sind so ohnehin verdammt niedrig. Aber die sägen wir schon noch ab. Okay. Na, in dieser Runde ist eigentlich nicht viel los. Ah, und wieder ein neuer Agent. Aber da wir überall technologisch führend sind und unsere Feinde nichts haben, was wir brauchen, lassen wir das erstmal. Zyklus 90, Runde 60. Und wir sind immer noch im Krieg. Und jetzt brauchen wir mal langsam wieder... Jetzt müssen wir mal uns massiv ausbreiten. Jetzt brauche ich mal 5 auf einmal. Ja, genau. 2 Verteidigungsschiffe und danach ein Erkundungsschiff. Und danach können wir es lassen, weil wir dann allmählich wieder umsteigen müssen. Da müssen wir ohnehin bald neue Schiffe bauen. Und Parians hat jetzt endlich ein Mobilisierungszentrum gebaut. Wurde ja auch Zeit, Mensch, Leute. Da könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen mobile Infanterie bauen. Ah ja, gut. Ganzheitliche Planung, klar, ja. Und wir können, wir können wieder Sachen erforschen. 17 Einheiten werden allmählich wieder zurückgespult. Ah, endlich. Partikelbrechergeschütz kann um 20% verkleinert werden. Das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wir warten noch, bis wir ein paar weitere Technologien haben, damit sich eine Modernisierung auch lohnt. Wie der Standardschildgenerator zum Beispiel. Monumente, das ist neu. Ah ja, genau. Damit wir große Monumente bauen können. Ja, genau. Wichtige Anführer, bla bla. Dann können wir auch für unseren Roboter-Imperator endlich eine große Statue aufstellen. Und Xeno-Überlebensschule, damit unsere Agenten jetzt auch mal lernen, wie man mit Außerirdischen so richtig umgehen kann. Und damit haben unsere Spione auch plötzlich mehr Glück. Dann wissen sie, dass sie sich nähern, dann lernen sie quasi, dass sie, wenn sie unsere Freunde, die Menschen besuchen, sich nicht mit "Hallo, ich bin ein Spion" vorstellen sollten. Der Nachteil ist natürlich, dass wir diesen Bonus nicht automatisch kriegen, sondern immer nur bei der Generierung der Agenten. Unsere Agenten werden also nicht nachträglich verbessert. Stattdessen bleiben die dann zum Beispiel bei 26 und neuere kriegen dann von nur plus 5 nach der Generierung. Der kann sehr Degenzähne sind ein ziemlich hoher Wert, der kann ganz schön zuschlagen, aber Mantel 1 macht die Wahrscheinlichkeit, dass er entdeckt wird, so hoch, dass er praktisch nutzlos ist, auch bei seinem hohen Glückwert. Wieder ausgleicht, also gut, dass wir den hier nur zur Verteidigung haben. Und was auch wichtig ist, im Laufe der Zeit, je länger man einen Spion hat, desto weiter sinkt der Glückwert ab, bis die Spione dann irgendwann komplett nutzlos sind. Ja, und dann kann man sie natürlich immer noch loswerden. Und wenn man zu lange wartet, dann haben sie auch irgendwann Pech bei der Verteidigung und man verliert sie selbst dann. Und eine Möglichkeit, sie loszuwerden, ist immer noch, dass man sie in den Einsatz schicken kann gegen Feinde, die einen sowieso schon verabscheuen. Dann ist man die Spione dann auch schnell los. Aber noch sind wir nicht so weit. Und jetzt sind wir wieder langsam im positiven Bereich gerutscht. Unsere lange Wirtschaftskrise ist also vorbei. Dank dem militärisch-industriellen Komplex. Und dabei haben wir die Katalysatorentwicklung erst in der nächsten Runde. Wir sind also jetzt im Aufwind komplett. Und jetzt müssen wir C-frei gegen ein feindliches Schiff verteidigen. Aber das ist anscheinend unbewaffnet oder zumindest will es nicht kämpfen. Ein unbekannter Intrigant verbreitet angebliche militärische Aufmarschpläne unserer Streitkräfte im galaktischen Cybernetz. Das könnte uns in einen Krieg mit friedlichen Rassen oder sogar mit unseren Verbündeten treiben. Naja gut, wir haben keine Verbündeten und wir sind nicht friedlich. Und den Menschen ist das vollkommen wurscht, wie man am Beispiel der US-Amerikaner sieht. Die
geben uns gerne Waffen und Hilfe und schicken uns ein paar Spione, um uns zu ärgern, aber ansonsten... Zurzeit ist die Föderation noch auf unserer Seite. Wir haben ja auch noch keine Brockwürfel oder sowas, die wir ihnen schicken können. Minus 35 ist sogar leicht besser geworden, bei den minus 170 leicht schlechter. Also scheinen die Intriganten unsere Feinde dazu zu bringen, uns noch mehr zu hassen, aber das ist alles. Und ein Kolonieschiff ist gelandet. Unser letztes, das unterwegs war. Und wir haben wieder ein paar Sachen endlich fertiggestellt. Bergbau, Bergbauindustrie und eine neue Kolonie. Ha. Oh, ist aber winzig klein. Landsee lohnt sich nicht mehr richtig für Bergbau. Ha. Bergbau und Regierung nehmen, sagen wir mal. Und hier sagen wir mal Bergbau und Forschung. Und hier Industrie. Wird halt nur ein kleiner Stützpunktplanet. Ja, das ist schon... Das ist eigentlich schon alles gut. Na, wo war denn die Begegnung hier? Cephei. Ah, ja, jetzt kommen sie in die andere Richtung hier. Der erste Angriff ist zurückgeschlagen und jetzt kommen wir... Jetzt schicken sie die Truppen nach Cephei. Ah, ja. Okay, da haben sie mich auswanderwert. Ich dachte eigentlich, sie schicken Schiffe direkt von ihrem Hauptsystem raus, um uns zu nerven. Jetzt ist die zweite königliche Flotte da unten unterwegs. Wie sagt unsere Reserve? Träger haben wir genug. Und wir haben auch einen Aufklärer, den wir reinstopfen könnten. Ein Verteidigungsschiff wäre mir zwar lieber, aber naja. Naja, das dauert noch eine Weile. Ja, das ist natürlich schlecht. Wir brauchen die Schiffe jetzt sofort. Oh Gott. Was ist mit den Elkis und Pfeiffeger? Wo sitzen die hier? Ah, nee, verdammt, die sitzen zu weit unten. Wo wird denn das nächste? Dreck. Alle Planeten mit hoher Produktion sitzen entweder in meinem Heimatsystem oder sind... Oder sitzen nicht nahe genug dran. Tinnan wäre wahrscheinlich der nächste Kandidat. Irrwitzigerweise. Aber selbst hier dauert es noch mehr zu viele Runden. Da wäre bis dahin meine Flotte schon längst da. Da geht nicht anders. Warum ist in Nashira eigentlich nichts? Ah ja, genau. Da war nur ein gelber Planet, die anderen waren alle rot. Hat also eine zu geringe Priorität. Das beißt mich jetzt in den Arsch. Egal, schick mir mal drei Träger los. Plus ein Schiffchen daneben. Trägerschwadron. Und das ist jetzt die Third Royal Fleet, die dritte königliche Flotte. Die müssen wir dann hier hinschicken. Auf 15 Runden. Oh gut, Cephei. Jetzt brauchen wir hier eine Armee. Und das ist schlecht. Der Planet ist leider nicht so gut drauf ausgerichtet. Und leider müssen wir jetzt darauf warten, dass wir Truppen kriegen. Okay. Jetzt muss ich mal eine Sekunde überlegen, während unsere Verstärkungstruppe überlegt ist. Hilft alles nichts. Zumindest wissen wir jetzt, wenn so viele Schiffe nach Cephei unterwegs sind, werden wahrscheinlich nicht viele Schiffe nach Yed unterwegs sein. Und ich habe nur noch die Armee, die da ein paar Runden durchhalten kann. Also schicke ich die erste Flotte jetzt nach Irra, um Vergeltungsangriffe zu fliegen. Und in 5 Runden erreicht hier bald auch unsere Flotte das Kriegsgebiet. Ah, sehr witzig, KI. Du bist echt saublöde, weißt du das? Der Weg nach Tinnan ist ja wohl kürzer darüber, aber egal, dann muss ich dich eben da weiterfliegen lassen bis dahin. Bis die KI endlich überzeugt ist, dass der Weg kürzer ist als diese. Umgekehrt eigentlich. Umgekehrt. Okay. Oh ja, jetzt seht ihr, jetzt haben wir viel mehr. Und jetzt brauchen wir auch dringend ein bisschen mehr Nahrung. Wie sehen die Finanzen aus? Kontostand recht hoch. Also,
Keine Sorge, jetzt müssen wir uns nur darum machen, den blöden Feind hier mal einzustampfen. So, ich habe das Zwischenwartebild mal übersprungen. Jetzt sehen wir mal 5 Feindschiffe gegen Cephei. Und Niederlage. Yep. Und jetzt werden wir diesen Planeten... Oh. Anscheinend waren wir nicht die einzigen, denen die Truppen ausgehen. Jetzt haben wir 3 Einheiten gegen 3 Einheiten. Die Paitianer müssen uns wirklich hassen, wenn sie auch noch ihre letzte Reserve reinhauen. Nee, da gehen wir lieber auf Guerilla runter. Und gucken mal. Im Prinzip sind wir genau gleich stark. Der Feind hat zwar Infanterie und wir nur Miliz. Aber anscheinend kann keiner von uns einen Vorteil gewinnen. Na, wie lange dauert das noch? Oh, jetzt haben wir erstmal Verluste gehabt, plötzlich. Ich überspringe das mal und gucken, was am Ende rauskommt. Taktische Bomber, mörderische Artilleriebeschuss. Unsere Guerilla-Kämpfer sind echt hardcore gewesen. Ja, aber die Invasion schlägt fehl. Und in solchen Fällen geht die Armee, sage ich ja schon mal, verloren. Es wird uns später unweigerlich auch passieren, aber in diesem Fall können wir uns freuen, dass der Feind zwar keine Verluste hatte, seine Truppen sich aber jetzt in Luft auflösen und im Nirvana verschwinden. Das passiert halt, wenn man es nicht mal schafft, seine Truppen zu landen. Dann wären quasi die Landeschiffe alle zerstört oder so. Und das Gute ist, dadurch, dass wir die Landung abgewiesen haben und der Feind nichts bombardiert hat, haben wir jetzt eine Runde quasi dazu gewonnen. Und der Feind ärgert sich erstmal. Das müssen wir jetzt aber allmählich ändern. Wir brauchen dringend mehr scheiß Bodentruppen. Ah ja, andererseits müssen wir uns auch wieder langsam ausbreiten. Immer schön die Mitte finden. Immer schön die Mitte finden. Heißt erstmal mehr Bodentruppen. Kann man auf diesen drittklassigen Planeten sowieso viel schneller herstellen. Ah, das ist genehmigt. Ah, hier geht's endlich vorwärts. Das Problem ist hier natürlich, ich bräuchte praktisch von allem ein bisschen mehr. Solange ich noch darüber nachdenken muss. Die sind uns fast ausgegangen. Kann ich mal uns dazwischen schieben. Imperialer Regierungssitz wollen wir nicht bauen. Ja, wenn wir das machen, dann verschwindet von unserer Hauptwelt der Regierung sitzt und wir haben es plötzlich auf den neuen Planeten verlegt. Das kann man vielleicht im Endspiel mal machen, wenn wir irgendwie einen besseren Planeten haben. Aber jetzt... Oh, die Paitianer haben uns einen Spion geschickt und wir haben ihn ausgeschaltet. Aber liegt das vielleicht daran, dass wir 50 Spione oder so rumstehen haben, die bei uns da nur darauf warten, dass sie irgendwas machen dürfen? Guard 1, wo ist das? Heilige Scheiße, was ist mit unserer KI manchmal los? Wir haben so viele bessere. Evolutionierte Bürokratie. Ah ja, gut, da kämpfen wir quasi darüber, dass Evolutionsprinzipien werden in bürokratische Systeme eingebracht, was quasi alles schön aktiv und effizient reicht. Hier steht das nur in. Kompliziert. So. Sich da unsere Truppen sammeln. Ah ja, 14 Runden. Oh, ouch. Ouch. Was ist hier zum Beispiel mit Andorphin? Sehr reich. Rot 2. Muvelo. Gelb 1 reich. Um Himmels Willen, warum fliegst du dahin, du blöde KI-Schmucke? Du fliegst jetzt hier hin. So. Jetzt haben wir wieder ein Kolonistenschiff unterwegs. Oh, und unsere Verteidigungsflotte an unterlichtschnellen Angriffsbooten hat sich auf ein zweites System ausgebildet. Gut. Und eine Reserve, das ist gut. Wir haben ein paar Transportschiffe für Gegenangriffe, die werden wir wahrscheinlich dann auch bald brauchen. Und Fregatten als super Reserve, da wir gerade 12 von unseren 12 Schiffen anderswo hingeschickt haben. Wir haben ja noch die hier, auf die wir achten müssen. So, 4 Runden noch. Dürfen wir... Nein, wir dürfen immer noch nicht. Ah, ja. Müssen wir euch bis Ninsa durchfliegen lassen, ne? Die sind auch 3 Runden entfernt und hier wird Cephei gerade rumgeprügelt. Aber wenigstens ist der Planet jetzt nur unter Blockade erstmal. Und das ist eigentlich auch schon wieder so eine Bande aus Uraltschiffen. Wir müssen nur unsere Schiffe dorthin kriegen, dann können wir sie fertig machen.
Gut, unsere Truppen sind zurückgekommen.